Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Haus Flipper, dem Heimwerker-Simulator. Und ihr seht das schon hier, fleißig am Gerüst montieren. Ja, so dass wir dann auch mal in Zukunft in die obere Etage kommen, beziehungsweise bis da oben hin alles vernünftig machen können. Hier hinten brauchen wir noch das etwas kleinere Gerüst. Dann nehme ich aber auch nur eins, so dass wir halt da oben raufkommen. Ich denke mal, das Dach reicht dann als Stellplatz. So. Was wir jetzt hier aber noch machen wollen, ist, wir werden diese Tür und was war dahinter? Ach, Moment. Verdammt, was wollten wir denn hier noch reinmachen? Moment, ich muss mal ganz kurz, Sekunde, da kommt Oma hin. Ein Kinderzimmer, noch ein Kinderzimmer, Badezimmer, Schlafzimmer der Eltern, noch ein Kinderzimmer. Küche beziehungsweise Wohnküche, Küche, Wohnzimmer. Und ja, da machen wir auf die Seite doch das Gästebad. No, why not? Dann nehmen wir mal hier ganz locker flockig den Hammer in der Hand und kloppen hier mal so ganz dezent. Da ist noch eine Lampe drin. If I had a hammer, hammer in the morning. Klöppeln hier mal ganz geschickt diese Wand raus. Machen wir nämlich eine große Wohnküche. Ich hoffe mal, dass da oben verschwindet jetzt. Oder hängt gleich mitten im Wohnzimmer. So. Zack, zack, zack. Jetzt wisst ihr auch, warum ich die Heizkörper und sowas immer gerne entferne vorher. So. Na, fällt das da oben mit? Ja, fällt. Okay. So. Und die Wand hier logischerweise auch. Dann haben wir doch eigentlich ein schönes großes Wohnzimmer. Vielleicht machen wir das auch noch ein bisschen unterteilt, vielleicht, ne, weil wir wollten ja auch mal mit Heimkino und sowas arbeiten. Vielleicht machen wir da noch, also vielleicht ziehen wir hier noch mal doch noch mal einen Raum, so wie so ein Man Cave rein. Aber gucken. Erstmal jetzt hier auf jeden Fall das alles weg. Komm, wir verkaufen doch mal die Türen. Wir setzen komplett alles neu. Die Außentür lassen wir. So, jetzt bin ich ja gespannt. Gut, geht. Okay. Ja, das sieht schon nach einem etwas besseren Wohnzimmer aus. Ich glaube, ich mache hier die Küche hin. Hier vorne. Die Küche und macht dann, ja, und macht dann hier hinten, vielleicht auch hier hinten so eine Art Man Cave. Vielleicht, ah, die Tür kann ich nicht umsetzen, ne? Oder? Kann ich theoretisch? Kann ich das? Warte mal. Ne. Ah, blöd. Aber das könnte auch so passen. Naja, so was wir jetzt hier. So, und dann nee, Moment, wir machen. Eins. Ups, ich glaube, das war schon zu viel. So, dann könnte man hier. Ja, man könnte hier eine Couch. Da stellt man einen Fernseher rein mit einer. Kriege ich, wenn ich. Moment mal, kriege ich, wenn ich diese Wand hier entferne? So. Das habe ich jetzt nur gemacht, um diesen
Lichtschalter da wegzuhaben. Die Steckdose wäre da natürlich toll gewesen, aber dieser Lichtschalter ist absolut, absolut nervig an der Stelle. Deswegen musste der mal kurz weg. So. Gucken, dass ich da wieder die Wand. Na komm. Despawn. So. Jetzt hätte ich dir gerne wieder reingesetzt. Zack. Okay, dann könnten wir da die. Das quasi das Rückzugsort. Den Rückzugsort für den. Ach, da könnten wir eigentlich auch mal ganz schnell. Warte mal. Bodenfliesen. Quatsch. Da kommt ein schöner Teppich rein. Grün. Und dann kommt da schöne Farbe an der Wände. Und zwar. Kupferfarben. Und Kupferfarben. Dann brauchen wir Weiß. Da brauchen wir sowieso mehr von, aber ist egal. Ja, falsch. So. Hoppala. Und jetzt hätte ich gerne. Ja. Ja, doch, das machen wir. So. Zack. Das schaut. Machen wir hier in die Tür. Ja, why not? So, den einmal nehmen wir mal raus. Den brauchen wir dann später hier. Dann brauchen wir. Jetzt müssen wir ihn ganz kurz gucken. Türen. Ich würde sagen, wir bleiben bei der. Wir tauschen die Haustür auch aus gegen die dunkle. Aber wir bleiben bei. Wir könnten auch eine. Aber macht er den Raum dann automatisch zur Sauna? Weil so eine Glastür sieht eigentlich schöner aus. Nee. Nee, wenn er mit seinen Kumpels da mal Fußball. Nee. Ich persönlich habe kein Interesse an Fußball, aber er weiß, wer der Typ ist, der hier mal einzieht. Oder in Amerika an Football. So, dann gibt es. Hier. So. Dann. Tische. Nee, bei Schränken. Da gibt es doch so ein. Ja, das ist ja billig. Wir wollen ja. Ne, Eckding brauchen wir auch nicht. Wir brauchen etwas, was in der Mitte steht. Schön groß. Passt das da rein? Das habe ich noch nie benutzt. Nee. Das ist viel zu groß. Schade. Aber das würde vielleicht. Vielleicht könnte man das hier im Wohnzimmer mal verwenden. Eigentlich sieht das schon echt stylisch aus. Ganz ehrlich. Ja, mal gucken. Hätte was. Nee. Nee. Könnt natürlich auch so ein Bücherregal nehmen, um das da hinzustellen. Klassisch, das ist so. Können wir nicht färben. Oder wir nehmen so eine Doppelkommode. Ne, Kirschschutz. Ist Kirschschutz nicht eigentlich. Ne, mal Wänge. Oder wir nehmen sowas. Oh ja, das würde.
Das würde gehen. Und dann kommt hier nämlich noch schön ein Fernseher drauf. Schön hinten. Nee, Moment, da hängen wir einen drüber. Haha, wir sind ja... So. So. Dann hier. Der Fernseher nicht mittig? Nee. Minimal. Ja. Dann brauchen wir natürlich die hier, oder? Ja, klar brauchen wir die. Wäre schön, wenn es da ein Gegenstück geben würde, in die andere Richtung, aber das gibt es nicht. Also nehmen wir davon noch ein. So. Dann natürlich der heutzutage Blu-ray-Player. Hier ist es noch ein DVD-Player. Ich guck mal, ob ich den... So. Und dann haben wir noch diese anderen Lautsprecher. Dafür habe ich mir was überlegt. Da würde ich nämlich gerne... Es gab nämlich diese kleinen Tischchen. Sowas wie diesen stilvollen Hocker. Hier, gibt es den zufällig in Wengel? Ne, es gibt den in Schwarz. Wie sieht der aus in Schwarz? Passt. Da würde ich gerne zwei von in die Ecken stellen. Würde da sehr gerne die hier drauf stellen. Jetzt sagt nicht, das geht nicht. Ach komm. Okay. Okay. Das geht dann nur hier. Kann ich die da drauf platzieren? Auch nicht. Cool. Danke. Das Spiel bietet mir weniger Möglichkeiten als ein gewisses anderes Spiel, was auf dem Kanal von meinem Schatz gespielt wird. Ah, so langsam aber sicher würde ich da schon gerne da was vielleicht lieber machen. Habe ich mehr von. So, Couch. Ich hätte jetzt an was Gemütliches gedacht, so wie das hier, bloß in dunklem Leder. Hallo, würdest du dich mal... Hä? Halten und scrollen, um zu drehen. So. Okay, wieso auch immer das, na egal. So, das Ganze packen wir auch noch ein Stück weiter vor. So. Jetzt gucken wir mal ganz kurz nach Lampen, die wir dahinter stellen können. Ich hätte gerne diese Lampen. Und zwar hätte ich die gerne... Da. Da. Und da. Da passt sie wohl nicht. Doch, passt sie auch. Allerdings, wenn ich die da hinpacke, passen keine Vorhänge mehr hin. Brauchen wir auch nicht, weil wir brauchen eigentlich nur... Schalusen. So. Mhm. Vielleicht noch eine... Wandlampe. Nee, zu aufdringlich. Ja, schon besser. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall noch einen Anschluss. So. Klimaanlagenanschluss. Und dann noch ein bisschen Deko. Liebe Leute, das soll es aber erstmal für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.